Das sichere Wireless-Bediengerät von Keba kann ohne aktivierte Sicherheitsverbindung im Tablet-Modus, also über WLAN, betrieben werden. Die Visualisierung kann genutzt werden, dank Windows 10 und Multitouch sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Das besonders leichte Gerät gibt es übrigens auch in einer Querformat-Variante. Möchte man nun in die sichere Bedienung wechseln, geht der Bediener zur Basisstation, initiiert den Pairing-Vorgang. Es wird eine sichere Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen der Basisstation und dem Bediengerät aufgebaut. Der Nothalttaster beginnt zu leuchten und wird aktiv, auch der Zustimmtaster wird aktiv. Die aufgebaute Punkt-zu-Punkt-Verbindung besteht aus einer WLAN-Verbindung für Visualisierungsdaten und einer Bluetooth-Verbindung für die Safety-Daten. Dadurch werden extrem kurze Systemreaktionszeiten erreicht und es wird auch eine maximale Systemverfügbarkeit erzielt. Die erreichten Sicherheitslevels betragen SIL 3 und Performance Level E. In vielen Fällen ergibt die Sicherheitsbetrachtung einen eingeschränkten Bereich um die Maschine, in dem man bedienen darf, beispielsweise 5 oder 10 Meter. Der Funk würde aber weiterreichen. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, gibt es bei Keba eine einfach konfigurierbare Wirkbereichseinschränkung, die den Bediener im Ernstfall warnt, wenn er den Bereich verlässt, wenn er noch weiter weggeht, auch den sicheren Zustand, also Nothalt, auslöst. Am Ende des Bedienvorganges geht der Bediener wieder zur Basisstation, initiiert den Trennvorgang, das Unpairing. Das Gerät kann nun wieder im Tablet-Modus weiterverwendet werden. Die Basisstation verfügt über diskrete Sicherheitsausgänge, das heißt, Sie können jede beliebige Sicherheitssteuerung verwenden. Nach 2 bis 4 Stunden muss das Gerät zurück an die Ladestation oder Sie verwenden den Akku als Powerbank. Somit können Sie weitere 4 bis 8 Stunden bedienen. Wir laden Sie recht herzlich ein, das Ketop T150 Safe Wireless mit TÜV-geprüftem Sicherheitskonzept ausgiebig zu testen.